Pilz. Wo ist die Schmerz? How are you doing? Where is the pain? It's everywhere. Überall. And you prayed last year for me when you were here. Letztes Jahr hast du für mich gebetet. Curses. Hast du die Flüche gebrochen? Thyroid problems. Und die Schilddrüsenprobleme, Leberprobleme. So also God healed your thyroid in your stomach. Also my liver. And your liver. Letztes Mal hat Gott meine Leber hier geheilt. Wo ist die Schmerz? The pain comes on and off. Do you have it now? Die Schmerzen kommen und gehen. I feel it here and then it goes over the eyes. Do you have it now in your head? Also jetzt in deinem Kopf. More on my back. Mehr an. Can we reach out and pray? God healed her last time. Now she needs something else healed. Let's reach out. Letztes Mal ist sie von etwas anderem geheilt worden und jetzt. And the doctors told me last time that I have type 1 diabetes. Yeah. And then they were confused because I'm still having insulin, so they changed to type 2 diabetes. Also das letzte Mal die Ärzte hatten gesagt, ich habe Typ 1 Diabetes und dann waren sie aber durcheinander, weil ich Insulin genommen habe und trotzdem irgendwie die Werte entsprechend waren und dann haben sie es zu Typ 2 Diabetes geändert, die Diagnose. So I have a bit of problem with sugar. Also habe ich noch ein bisschen Probleme mit dem Zucker und die Fibromyalgie. Church, let's all pray now. Lass uns jetzt alle beten. Jesus. Yes. Right now, problems are going, Jesus. Fibromyalgie. 100% for the diabetes. Browse and choose. No one else. Out. No jokes. Diggins. How are you? Is fry? Yeah? Yeah. Yes. Your sugar fry. Alles fry. Alles fry. Everything free. Keine Schmerz. No pain. She looks happy, doesn't she? She looks very happy.